Die haben den Fanmarsch gestoppt, weil die türkischen Fans den Wolfsgruß gemacht haben. Obwohl es in Deutschland erlaubt ist. Also das ist es ist nicht verboten, das stimmt. Lächerlich. Und jetzt erklärt mir mal, warum das so passiert. Die serbischen Spieler machen auch so, die albanischen Spieler machen so. Bei uns werden die gesperrt. Deutschland hat auch ihren Adler als... Ja. Nur, warum ist das denn so ein Skandal, der Wolfsgruß? Das ist kein Skandal. Normalerweise ist es, es kommt schon vorher vom Osmanischen Reich. Also das ist einfach nur das, zum Beispiel die Engländer haben auch die Free Lions. Ja. Warum wird das nicht? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Einfach, weil man die Türken diskriminieren will. Ja. Das wollte ich nicht so sagen, das wollte ich nicht so sagen, aber es ist so. Ja. Das merkt man schon. Ja, jeder darf sich alles erlauben, aber wenn sie die Türken machen, bekommen sie zwei Spiele Sperre. Welche? Der Belgier, der Engländer hat nur eine Geldstrafe. Ja, ja, genau, hier, das. Der macht so, das ist okay oder was? Ja, ja. Wir machen nur ein Gruß und dann eine Station. Also ist das doppelter Maßstab eurer Meinung nach? Ja, natürlich. Also nichts gegen unsere albanischen Brüder oder so oder ja. Serbischen Brüder. Wenn die ihre Zeichen machen, der Solidarität für ihr Land, dann können wir das doch wohl auch machen. Also. Das ist ein Doppelmoral. Ich bin von der Schweiz herangereist. Die Kollegen machen da so beim Spiel. Wenn sie Tore schießen, wollen wir das auch verbieten? Verbieten wir alles im Fußball, da wird nur noch gespielt und am Schluss wird nur noch gegeben. Ihr wollt einfach nur, dass für alle die gleichen Maßstäbe gelten, ja? Also mindestens, also die gleichen Regeln. Ja. Also warum? Die müssen ja auch erklären, warum das verboten ist. Wenn die das so herbringen, dass das Rechtsradikale von der Türkei ist, stimmt das gar nicht. Ellerin, 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 ell
Butar Africi, saldırın! Saldırın, saldırın, saldırın! Saldırın, saldırın, saldırın! Bu taraftar için saldırın! Bu taraftar için saldırın! Hep beraber saldırın! Saldırın, saldırın! Bu taraftar için saldırın! Bu taraf, saldırın, saldırın, saldırın! O tarafta başka! Türkiye! Wie ist die Stimmung? Unglaublich krass. Also wird es schwer heute, aber ich hoffe, wir werden am Ende ins Halbfinale kommen. Aber auf jeden Fall ist heute Berlin fest in türkischer Hand. Ne? Definitiv. Also wir sind ja der zweite Gast. Kırmızı! Yes. Kırmızı! Yes. En büyük! Türkiye! En büyük! Türkiye! La 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 la! Oh, Türkiye! Dankeschön. Was ist das für ein Zeichen? Was für ein Zeichen? Thank you.
Kinder, Wissen ist sehr schlimm. Kein Bibi Sana, Ben Sana, Merke. When the Netherlands win, I don't have a problem because Netherlands are our bros.
Otobüsü. Thank you.
Selamünaleyküm. Hayırlı biz geldik. Selamünaleyküm.
Abonniert alle den Kanal von Martin Lejeune. Er ist ein Ehrenmann. Okay? Ich danke dir. Und ich wünsche Türkei heute einen Sieg gegen Holland. Das ist so nett, Mann. Ich hoffe, ihr schafft es ins Finale, dass euer Spiel am Finale wieder spielen kann. Stimmt. Du hast mich auch in Leipzig aufgenommen. Ja. Und in Dortmund. Und in Dortmund war ich auch. Ja, ja, ich weiß. Ich war bei eins. Mustafa abi Dortmund'un kralı. Doğru. Lan hapishane sadece bir Türkei yap. Dann ist der eine Mann. Abi arkadan dolanıyor. Arkadaş orada. Ya tarafa geç. Thank you.
Take a video? Welches Ende? Für meinen YouTube-Kanal. Welcher? Türkei! Türkei! Ja, auf Sande, ja. Ah, auf YouTube, ja? Was Großes war, warum soll ich rumfischen? Ja, ursprünglich. Wer bist du? Ich bin Gian Kaplan, ich bin gegen das Gericht. Nein, das nicht. Mein Name ist Werke, ich komme aus Nordhessen. Die Stimmung ist geil. Wir haben Leute gewinnen und unser Herzblut auf den Platz lassen. Wir haben leider durch UEFA ein paar Benachteiligungen erlebt. Aber heute werden wir fairerweise sportlich gesehen die Antwort darauf geben. Sehr gut. Ja! Du bist der Ampelmann? Nein, nein. Ich bin der Ampelmann, richtig. Was bedeutet das, Ampelmann? Ampelmann, ich gehe auf die Ampel und heiz ein bisschen die Stimmung an, weil die Leute brauchen eine gewisse Motivation. Aber hast du nicht Angst, dass das zu gefährlich ist? Ich habe meine Jungs hinter mir. Solange die hinter mir sind, habe ich vor nichts Angst. Die fangen dich auf. Die fangen mich auf, egal in welcher Lebenssituation. Aber das ist super, ihr haltet zusammen. Natürlich, wir sind hier alle Brüder und Schwestern. Unterstützt alle die Türkei. Und ihr feiert großartig. Dankeschön. Dankeschön. Nee, das mit dem Spieler tut mir leid. Vor allem, wie sagst du das? Der Engländer hat ja eine Geldstrafe bekommen. Das war ein bisschen. Es gab ja auch andere Spieler. Der Shaqiri hat den Adler gemacht. Ja. Der Wolf. Historisch. Historisch gesehen haben wir die Türken über 5000 Jahre alte Geschichte. Und es bedeutet lediglich nur einfach wie bei den Russen der Bär oder bei den Deutschen der Adler, dass unser Zeichen ist. Ja. Weil wir geben der Politik keine Chance im Fußball. Wir sind hier, um zu feiern, den Sport zu feiern. Wir haben keine bösen Absichten. Aber glaubst du, dass mit denselben Maßstäben gemessen wurde bei England und bei Türkei? Nee, nee. Also leider Gottes fühlen wir uns benachteiligt, unfair behandelt. Weil das bei England war ja eine sehr vulgäre Geste. Ne? Also sehr, die Leute sind auch dementsprechend geladen. Das Einzige, was uns bleibt, ist, unsere Mannschaft zu supporten, zu unterstützen. Und wir werden heute sportlich gesehen die Antwort darauf geben. Vielen Dank, das wünsche ich euch. Burası Türkiye, burada çıkış yok. Burası Türkiye, burada çıkış yok.
Lütfen diyor. Lütfen. Lütfen. Martin Lejeune, YouTube. Alles klar. Wer bist du? Ist egal, wer ich bin. Nein, ich meine, welches Tier? Welches Tier? Das sieht man doch, oder? Was ist das für eine Frage? Ich hätte es ja gern von dir gehört. Was bedeutet dir der Wolf? Einfach googeln. Yeah.
Wie kamst du daran? Oder mein Onkel hat mir eins organisiert.
Schön, schön. Naja. Ja, hast du einen Wunsch? Ja, eigentlich nicht. Dann du gewinnen. Das wünsche ich euch auch und ganz viel Spaß heute. Danke schön. Darf ich euch noch was fragen? Und zwar diese Hand, die war in den Medien, habe ich gesehen, als Wolfsgruß. Was bedeutet das? Der Wolfsgruß bedeutet nichts anderes als die Erinnerung, ein Symbol der Türken. Ein ja? Symbol. Und der Adler bei den Deutschen. Besonders schlimm ist mit diesem rechten die Vorwurf. Politisch, ja. Politischer Seite übertreibt es bis zum geht nicht mehr. Aber von bisschen her steht die Spiele in die Tasche. Von Fäger
Tasche stecken. Ob jetzt türkische Handelsabkommen ist oder deutsche. In der Türkei, Osmanische Reich, hat mein Sohn eine Präsentation gehalten. Ja. Also mein Sohn, willst du deutsch oder türkisch? Carola, ich kann dir alles erzählen. Vom Kaiser Wilhelm II. Und da hat er gemerkt, oh, das ist doch nicht so schwierig. Da war der Osmanische Reich, ja, die kleine Asien, moderne Türkei. Da könnte ich stolz sein. Wahnsinn, ich schau, jetzt ist der Wahnsinn. Aber ich sage ganz ehrlich, wir waren Leipzig, haben eine Stunde in der Nähe von Frankfurt, ich habe ja Werkstatt. Da haben einige gesagt, oh, die machen das im Osten, die bringen euch um, die bringen euch um. Nee, nee, weil die gesagt haben, oh, die Regale. So, ne? Und dann habe ich gesagt, oh, da haben wir von Osten jemanden was gefragt, der ist die Treppe runtergekommen, hat uns gesagt, hey, geh dahin, dahin, da können wir rein. Rechts radikal von Dortmund, die haben Schläge bekommen, mit dem Platzwart, Parkplatzwart. Und der Polizei, polnischstämmiger Polizist ist gekommen, ja, der hat uns nicht immer angehört, zu meinem Sohn, zu mir, wir beide sind gegen Schäferhüller zum Anzeigen. Die haben nicht immer angefangen, der Platzwart hat sogar Schlagstock, hat er nicht immer kontrolliert. Also man hat einen Platzwart, Parkplatzwart und Schlagstock. Warum? Der ist bewusst zum Streiten da. Wir haben nur höflich gefragt, auch in Leipzig, wie kommen wir da weiter? Fährt dahin, kommt hier weiter. Vielen herzlichen Dank. Jetzt habe ich in Dortmund gefragt, erst nach Stadion, nach November, München, Galatasaray. Und dann vor 20 Jahren war ich in Schalke. Schalke denkt über gegen Galatasaray. Wir haben uns nichts gemacht. In Dortmund hat er gesagt, wer bist du schon in der Heimatland? Was ist das? Das ist Westen. Westen ist ein Spaß. Warum machen die Krieg? Und Dortmund hat mit Rheinmetall Abkommen abgeschlossen und da werden Kinder umgebracht durch den Bomben. Auf allen Seiten. Ich werde niemals Dortmund unterstützen, niemals. Sollte Deutschland Waffen liefern? Nein, um Gottes Wille. Ich will nirgendwo Waffen haben. Weder Türkei soll liefern oder Deutschland oder China, Afrika, ist egal. Ich will nirgendwo Waffen haben. Das Leben ist kurz. Sie wissen nicht, dass Sie morgen aufstehen. Ja. Keiner weiß, dass er morgen gesund aufsteht. Ja. Es tut mir leid. Alle wollen profitieren. Hier, Geld, ja, Geld. Ja, ja. Frankreich, Afrika, in 50 Jahren hat er alle kolonisiert und da haben sie alle Französisch gesprochen. Und das Osmanische Reich hat über 600 Jahre beherrscht auf die ganze Welt und kein einziger von den afrikanischen Ländern kann Türkisch. Warum? Weil die nicht unterdrückt waren. Deshalb hat es 600 Jahre gehalten. Wenn der unterdrückt hätte wie der Frankreich, in 50 Jahren wäre das Osmanische Reich kaputt. Ich will Frieden auf dieser Welt. Wie hat die Nicole gesungen, 1982? Ein Frieden. Ein, ja, genau. Ja. Das soll sein. Gibt es Gewinner in einem Krieg? Gewinner hat es noch nie gegeben. Der kann 20 Kilometer Land erobern, aber der ist auch zertrümmert, der ist auch kaputt. Ja. Kein Krieg gewinnt ein Mensch, kein. Die Menschheit soll siegen. Deutschland wurde im Zweiten Weltkrieg besetzt durch Russen, durch Amerikaner, allgemein. So. Jetzt wurde Russland ist abgezogen 1990, keine einzige Kaserne in Deutschland und Amerika hat uns immer noch besetzt. Das ist meine zweite Heimat und mein zweites Land. Und Deutschland ist mein Land, weil ich hier groß geworden bin. Und wir wurden immer noch von Amerikanern besetzt. Der Bundeskanzler schon langsam soll aufwachen, was der Hitler getan hat, bezahlen wir heute noch. Und die deutsche Regierung muss die Augen öffnen, die Scheuklappe wegmachen. Und dann soll sie mal sagen, hey, Hitler war kein Deutscher, der ist Österreicher. Und ab sofort soll er an die Israelis kein Geld mehr bezahlen. Mir tut das weh, obwohl ich gebürtiger Türke bin. Ist nicht richtig. Hitler hat es angesagt, jetzt soll der Österreicher den Rest bezahlen. Warum bezahlt Deutschland? Und jetzt kann ich nicht, warum die Regierung nicht aufbaut in Deutschland. Anscheinend wollen die das Geld von dem Volk weghaben. Das deutsche Volk
über 44 Jahre lebe ich hier, habe ich noch nie gesehen, dass diese Tafel runter. Das ist eine Schande für Deutschland. Und jetzt, wo die Ukraine liefern mal Waffen, weil Amerika sagt, man muss geben. Nicht, weil der Scholz will, man muss geben. Und der wird unterdrückt, sonst mache ich hier Sanktionen. Jetzt soll die Europa, Macron hat vor 3 Jahren gesagt, Gehirntod NATO. Weil es Gehirntod ist, wollten die eigene Pakt machen mit Europa und Amerika hat gleich Ukraine-Russland-Krieg angesetzt. Da kann mir erzählen, was er will. Weil Amerika nicht dahin ist, ich steck mich in Potsdamer Platz hin. Stecke ich mich mit Feuer an. Ich werde sie in Amerika zeigen. Amerika hat gewonnen. Gaddafi war vor 10 Jahren super geil. Und jetzt haben sie den umgebracht. Warum? Weil da war es Ruhe. Weil nichts ging, hätten sie Gaddafi in Ruhe gelassen. Libyen hat in Wirtschaft nicht besser als wir Deutschen gelebt. Warum? Wir haben keinen Strom, keine Wasserkosten, keine Energiekosten, gar nichts bezahlt. Und Gaddafi haben sie trotzdem weggemacht. Die Wohlstand drückt einen, sage ich mal. Und das tut mir leid. Sag ich ganz ehrlich, wenn Deutschland Kleber wäre, das ist Lokomotiv in Europa. Da kann mir sagen, Deutschland ist wirtschaftlich schlecht. Das glaube ich nicht. Deutschland ist Lokomotiv, wenn dir die Handbremse anzieht, bricht ganz Europa durch. Dann soll Deutschland eine Pakt machen mit Franzosen, mit Engländern, mit alles drum dran. Wenn die Engländer nicht dabei sind, ist mir auch egal. Wenn die Türkei, welches Land auf seiner Seite die Türkei hat, dann ist der eine Macht. Wenn Deutschland sagt, wenn Russland morgen will, lasst ihr die Panzer holen, bis Amerika uns hilft. Wir sind in Europa kaputt. Da macht der russische Panzer in Berlin rein. Und Amerika bis uns hilft. Amerika ist NATO, nur Geld kassieren ist Amerika. Ist das noch Geldgeilheit oder ist das schon bösartig? Das ist Geldgeier. Damit der amerikanische Volk, habe ich nichts dagegen. Damit die im Wohlstand leben, da kann alle Europa verrecken. Das ist dann Amerika egal. Ja. Amerika guckt nur das hier. Ja. Gucken Sie mal rundherum. Irak, Öl, hockt Amerika. Iran. Irak. Ja. 1990, 2003. Ja, 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 ja. Daesh, ISIS, damit ja. Die Europa in Angst und Schrecken kommen. Ausgebildet. Genau, Angst und Schrecken kommen. Und dann haben sie Amerika gesagt, oh, ich muss Syrien rein, um ja. Europa zu helfen. Syrien ist rein wegen Rohöl. Ja. Rohöl. Jetzt wird auch immer gesagt, dass der Islam eine gewaltbereite Nein. Religion ist. Entschuldigung, wann Islam eine Gewalt. Da Gewalt. Wenn Islam eine Gewaltreligion wäre, ja. Da hätte kein Land 600 Jahre unter Islam gelebt. Das muss man mal. Ich bin ein Mensch. Ja. Sie sind ein Mensch. Wir stammen alle von Adam und Eva. Da braucht keiner mehr was zu erzählen. Ja. Das ist nur Kriegsverbrecher, Länder machen das. Islam. Sehen Sie, das sind alle Muslimisten. Wieso tun wir jetzt nicht Gewalt üben? Warum? Wir üben noch keine Gewalt. Deshalb hat über 600 Jahre, jetzt gucken Sie mal Kongo, was Belgien gemacht hat, hat die Arme abgeschnitten, weil die als Sklaven gearbeitet haben. Von den Kindern, gucken Sie mal in YouTube rein, Sie haben ja einen YouTube-Kanal, gucken Sie mal da rein, was die damalige, jetzt fällt mir der König nicht mehr, der ist 1895, glaube ich, auf die Welt gekommen, ich habe es jetzt in meinem Kopf. Der König, der hat die alle sklavisiert, wann die nicht arbeiten für die, haben sie die Arme abgehakt, Beine abgehakt. So, Amerika und Piraten, weil die Piraten die 2 Türme angeblich in die Luft gejagt hat, angeblich, das glaube ich nicht, die waren so veraltet. World Trade Center 7. Ja, die ist so veraltet, deshalb gucken Sie mal das gleiche Bild 10-mal an. Pentagon, da ist der Flugzeug vorher explodiert. Da ist so, dann haben die alten Türme abgeknallt. Ich habe von vornherein jetzt gesagt, damit die Irak reinmarschieren, die müssen rumfinden. Wenn sie so marschiert werden, wäre die ganze Welt gegen Amerika. Damit das nicht passiert, kommt sie rein. Und dann als Entschädigung, 600 Milliarden Dollar von der saudischen Geld habe ich Hand drauf gelegt, weil der saudische Minister gefragt hat, ja wieso?
hat er gesagt, ich muss eine Entschädigung bezahlen. Jetzt hast du in Irak über 1 Million Menschen umgebracht. Wegen Atombombe. Und was haben sie gefunden? Nur Entschuldigung. Wieso zahlst du keine Entschädigung? Er hat sogar noch Witze gemacht. Oh, ja, ja. Wir sind keine Atombombe. Wir sagen immer, ich bin Amerika. Ich stimme nur. Das ist der Adel. F-35 Entwicklung ist Türkei dabei. Jetzt haben sie uns rausgeschossen. Jetzt haben wir eigene Kampfflugzeuge rausgebracht. Ja. Wieso bezahlen sie unser Geld nicht? Ja. Amerika ist die größte Verbrecherregierung. Nicht das Volk. Das Regierung ist die größte. Das Volk kann nichts dafür. Die kann nur reden. Because of the protest against UEFA, they gave our player two games banned. Yeah. And it was like a protest, so nobody can fight against the Turks. Like, can you tell me what does the sign mean? It's the sign of the history of the Turkish people. Yeah. This is a sign of 1,000 years old, and because of this sign. Our player gets two games banned, and we will never accept this. Thank you. Mord, sage ich immer wieder. Das Problem, die Innenministerin hat doch in Katar diese Bandage gehabt. Ja. Das ist auch nicht erlaubt. Aber die ist reich, die ist Deutsche, die kann machen, was sie will. Ich will einfach umbringen! Russland hat sie vom Sport ausgeschlossen. Das ist nicht richtig. Ja, die UEFA oder FIFA, wie auch immer, das ist ein Sanktionen. Gegen die Regierung machen Sanktionen gegen den Fußball oder gegen Sport, Olympiade, wie auch immer. Sport ist Sport. Hat mit der Regierung oder mit Ministerium, mit Parlament, auch wie immer. Ja, auch bei in der Musik, Politik. Da gibt es ja auch Wettkämpfe, ne? Ja, wo dann der eine oder andere ausgeladen wird. Das hat in Politik,
Gott muss nichts zu tun haben. Die Innenministerin macht Druck in die UEFA, der Mary soll zwei Sperre kriegen. Ja. So, da soll doch die spanische, türkische Regierung her, die hätte die ganze Fußballer zurückgezogen. Ja. Wäre besser gewesen. Weil es geht nicht anders. Das, und jetzt rufe ich hier jeden an, alle Türken, wo Bankgelder haben, alle sollen abheben. Dann gucken wir mal, wie die Regierung zurückkriegt. Die gehen kaputt, die gehen auch zurück. Alle Türken sollen ihre Gelder auf die Bank haben, die sollen alles abheben. Nichts gegen das Volk, gegen die Regierung müssen die Dings machen, Boykott machen. Das ist nicht richtig. Wann die Innenministerin den Emblem, diese Bandage, Regenbogen, genau, wann die das auf dem Arm hat, die kriegt keine Sperre. Der Türke schießt zwei Tore, macht dieses türkische Symbol. Das ist kein Fanatismus. Das ist ein türkisches Symbol. Ja. Und dieses türkische Symbol besteht über 1000 Jahren. Ja. Wann die Ministerin keine Ahnung hat, die gestern im Uni aufgewachsen und dann ist sie im Parlament eingetreten, sollte man mal Vergangenheit gucken, was das im Grauen Wolf ist. Ich habe einen kleinen YouTube-Kanal, der heißt Krieg oder Frieden. Guckt keiner, aber ja, vielleicht. Immer Frieden. Danke. Und das ist das, was mich ärgert. Was sucht die Ministerin mit UEFA? Was hat die mit da zu tun? Die hat dann Druck ausgeübt. Kann sein, sagt er, hey, wenn du das nicht machst, musst du zurücktreten vom UEFA-Präsident. Vielleicht hat er Angst bekommen unter Druck. Der ist unter Druck gesetzt worden. Ja. Sport muss ein neutrales Sportmaßnahmen erfolgt werden. Nicht von einem Ring. Ob das der Erdogan jetzt Druck machen würde, bin ich auch dagegen. Keine soll Druck machen. Also. Vor 3-4 Jahren hatten wir Corona und da ging es auch um die Impfungen. Ist jetzt ein anderes Thema. Aber dann wurden alle verarscht. Kann mir einer erzählen, was er will. Bist du geimpft? Ich bin geimpft leider, weil ich nicht nach Türkei fliegen durfte, da ist mein Vater krank gewesen. Ja. Musste ich, leider ist er verstorben. Musste ich ja, sonst haben sie mich in Deutschland reingelassen. Aber da war auch wieder Fußball vorne mit dabei und der eine Spieler, genau. Kimmich, der sich nicht impfen hat lassen, der wurde dann... Der dürfte spielen, das ist doch kein Problem. Das ist ja Kimmich, das ist ja ein Deutscher. Ja. Der kann machen, was er will. Wenn er morgen mit dem Hakenkreuz auf den Sportplatz geht, bin ich ganz sicher, passiert nichts. Nichts gegen Kimmich, ich mag den, das ist ein super Spieler. Ja. Davon abgesehen. Wenn der wirklich eine Spieler von der Nationalelf mit Hakenkreuz reingehen würde, bin ich ganz gespannt, was passieren würde. Da wird nichts passieren. Wird auch nichts passieren, weil die Regierung wieder Druck macht. Hey, keine Sanktionen gegen meinen Spieler. Ja. Was sagst du denn? Das war ja auch ein Riesenskandal. Jetzt sind wir bei meinem Thema. Als in Sylt diese Jugendlichen zu Gigi D'Agostino dieses Ausländer raus gesungen haben. Das finde ich nicht richtig. Ja. Die Regierung ist größten Maßnahme selber schuld. Wann die alle Ausländer, wir Deutsche, sag ich mal, weil ich hier groß geworden bin, mit 8 Lebensjahr gekommen bin, wir Deutschen sind verrückt, weil wir so Regierung da auf dem Macht setzen. Alle Toren zu, ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber ich habe was dagegen, viele kommen mit EU-Pässe, Sozialamt, ich bezahle für 45 Jahre meine Dings, also beziehungsweise ab 87 bezahle ich meine Steuern, und die kommen her, die machen nichts, die gehen. Denen geht es besser als ein normaler Deutscher. Du musst erstmal um dein Volk kümmern, dann kannst du die zweite Generation. Ja, ja, und das finde ich auch nicht gerecht. Ja, das finde ich auch. Und ich glaube auch, dass viele Deutsch-Türken auch mehr Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit erleben, weil die in einer Schublade sind mit den anderen. Genau. Ne? Und man guckt dich böse an, obwohl du bist Deutscher als Deutsch offensichtlich. Ja, ich bin ja über 40 Jahre, ich bin mit 8 Lebensjahr gekommen. Ja. Ich bezahle meine Steuern wie gehabt, ganz normal, wie der Gesetz sagt. Hier, du musst mal Steuern bezahlen, das Geschäft, bezahle ich auch. Aber die Flüchtlinge, nicht Kriegsflüchtlinge, ich rede, die vom EU-Länder kommen her, ich habe keine Arbeit. Hartz IV, die Sache Jobcenter, das ist doch gleiche Mist. Ja. Die ändern nur die Namen ständig. Das ist doch egal, was sie machen. Die sind trotzdem Sozialempfänger für mich. Hartz IV. Wenn Hartz V rausgebracht wird, gehe ich auch zum Staat. Nehme ich mir Hartz V. Ja. Das habe ich jetzt erfunden. Wenn Hartz V gibt, werde ich auch an den Bürgergeld. Normal muss ich auch kriegen, ich bin doch auch Bürger. Na klar. Ich habe eine Firma, Werkstatt, ist egal. Aber ich bin Bürger. Da muss ich mir auch geben, wenn sie Bürgergeld nennen. Die sollen Hartz IV lassen, wie es ist. Dann die Leute, wo wirklich notdürftig sind, die sollen kriegen. Aber viele kommen bewusst her, hocken mit EU-Pass, machen nichts und kassieren nur noch Geld. Natürlich, es gibt ein Sprichwort. Über Italien nach der Sonne, über Deutschland nach der ganzen Welt. Ja. Das ist so, weil die wissen genau, das sind immer stark, gehen wir rüber, holen wir unser Geld. Viele Ukrainer passieren in Türkei mit dicken, fetten Mercedes, wahrscheinlich kriegen sie noch Geld von Deutschland.
Ja. Wie blickst du auf deine Rente? Jetzt? Meine Rente brauchst du nicht zu blicken. Es gibt keine Rente für mich. Das ist Hungerlohn. Ja. Das ist Hungerlohn. Das ist keine Rente mehr. Mir tut wirklich die richtig Deutschstämmigen, wo Deutschland geboren sind, wo deutsches Blut haben, die tun mir am meisten leid. In eigener Volk sind sie unterdrückt. Die kriegen wenig Geld. Ja, so Rentner, die sammeln im Müll, ja, aber... Ja, wenn ich manche Omas, Opas sehe, wo ich komme, ich komme hier aus kleinem Ort, da langt die Rente nicht. Eine Minister Hopta macht 5 Jahre seine Regierung oder 4 Jahre, geht in die Pension, bumm, 10.000, 15.000. Frau Baerbock verschminkt so viel an einem Tag oder so, wie viel so ein Rentner, glaube ich, Rentner bekommt. Ja, Frau Baerbock kann das ja. Kann das ja. Das ist, die kriegt ja Haufen Geld. Die kann das ja. Weil ich bin ja arme Sau, ich kriege nicht viel, kann ich auch nicht schminken. Ja. Weil wir wenig Geld kriegen. Die kriegen ja mehr Geld. Denn er wird alles verboten. Ja. Das ist nicht normal, ey. Also ich sag ganz ehrlich, heutzutage brauchen wir, ich, gebildeter Türke, brauchen wir wirklich einen Adolf hier. Und ich werde die rechte Seite vom Adolf. Darauf kann ich es sehen. Was kann ich als Deutsche von den Türken lernen? Türken können sie Gastfreundschaft, ja. Freundlichkeit und Menschlichkeit können sie viel lernen. Ja. Nichts gegen sie, um Gottes Willen. Deswegen frage ich. Als normale Mensch, sage ich, kann man viel von den Türken lernen. Weil in Türkei heißt ja keine Freiheit für Medien. Ich möchte nur wissen in Deutschland, ob wirklich Freiheit in Medien kommt. Da sollen sie mich mal eine Reportage machen. Ganz öffentlich, live, sollen sie mal eine Reportage machen. Ich bin ganz sicher, dass die Hälfte zugemacht wird, was ich spreche, was denen nicht passt. Auf jeden Fall. Und jeden Fall. Was Sie jetzt nehmen? Das, jetzt, nein, alles. Ich nehme alles. Ob Sie selbstständig sind? Ja, naja, klar. Also gut, da können Sie nichts machen. Vielleicht kriegen Sie Druck bisher. Was kann gesperrt werden oder wenn so. Wenn Sie in irgendeinem Medien schaffen, da werden Sie morgen, bin ich ganz sicher, dass Sie gekündigt werden. Nein, da muss ich zeigen, Sie sind ein Nazi hier so. Wenn ich das jetzt mit Ihnen gesprochen habe, Sie werden morgen gekündigt, wenn Sie in einem Medien schaffen werden. Ja. Bin ich ganz sicher. Medien. Gehen Sie nach Türkei, machen Sie Medien was. Da sind viele, die sind freier Fuß. Und die Radikalen, wo die Türkei auseinander machen wollen, wo das Land zerstückeln wollen, die sind die Schweine, wo wir in die Gefängnis suchen. Das sollte Frau Baerbock auch mal wissen. Ja. Wenn Sie keine Ahnung haben, Frau Baerbock, kommen Sie zu mir, ich tue Sie aufklären. Ja. Ehrenwort, ich kläre Sie auf. Ich bin eine gebürtige Türke, stinknormale Kfz-Mechaniker, dumme Hauptschüler. Und Sie sind studiert. Ich mache Ihnen alles aufmerksam. Ich zeige Ihnen mal, wie, was Menschlichkeit ist. Das sollen Sie von mir lernen. Mafia.
werden auf jeden Fall 3-2 gewonnen. Ja. Was heißt schon? Ich habe schon 12-0 gehört. Aber 3-2. Ich würde 3-2 sagen. Haben wir Verlängerung? Weiß ich nicht. Das wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Ja. Das wissen wir schon. Aber sogar eine sehr starke Mannschaft. Ja. Also werden wir auf jeden Fall untergehen. Ich drücke das euch die Daumen, ja? Viel Spaß noch. Costume. Lion from Galatasaray. The symbol of Galatasaray, Turkish club, is the lion. Ah, okay. So that's why. And now today with the wolf. What does it mean? It's a symbol for... Sorry, my English is really bad. I don't know to explain in English. Okay, okay. Now you'll find someone else. But what do you think? How will the game end tonight? Tonight? Many... Turkey will win. Yeah? Sure. Listen. And How much? 4-1. 4-1. Okay, good. What do you think? Today? I think 3-2. 3-2 for Turkey? Two, of course. 2-1 for Turkey. 2-1 for Turkey. Okay, we'll see. Welche Zeitung sind Sie? Ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt Krieg oder... Und gehen Sie individuell
lassen Sie die Fahrbahn, nutzen Sie die Gehwege, um individuell zum Olympiastadion zu gelangen. Vielen Dank. Sevgili taraftar, taraftar yürüyüşü bitmiştir. Lütfen kaldırımda yürüyün. Kendi başınıza Olimpiyat Sarayı'na gitmek zorundasınız. Teşekkürler. Okay, darf ich noch was sagen? Was denn? Ich finde es total krass, dass ihr alle nicht besoffen seid. Also mir ist das... Nein, das ist mir aber erst in einer Stunde aufgefallen und ich war so, alles junge Männer, keiner ist besoffen. Wie geht das denn? Wir brauchen kein Alkohol, um glücklich zu sein. Das gehört nicht so. Wie geht das Spiel aus? Ich sag, knappes 2-1. 2-1 für die Türkei? Ja. Nein, nur auf YouTube. Ah, YouTube, was geht? Wie geht das Spiel aus? Keine Feuer sagen am besten eigentlich. Wir glauben an Nasser. Überraschen lassen. Okay, gut, dann lasst euch überraschen. Ich drücke die Daumen, ja? Ich danke euch. Dann schönen Abend noch. Ebenso, danke. Schönen Es wird bestimmt ein sehr schönes Spiel. Davon gehe ich aus. Beide Mannschaften sind sehr stark. Ja. Trotzdem denke ich, dass die Türken gewinnen. Okay, ich drücke die Daumen. Dankeschön. Wie ist denn die EM bisher so? Ja, super spannend. Ja. Deutschland hat super gespielt. Ja. Haben wir mitgefiebert, leider gestern verloren, das war echt traurig. Dabei haben sie wirklich gut gekämpft. Ja. Und jetzt hoffen wir, dass wenigstens die Türken weiterkommen. Das hoffe ich auch, ganz ja? ehrlich. Ja, mir ist aufgefallen, habe ich vorhin schon mit anderen zwei Leuten gesagt, ihr trinkt gar keinen Alkohol. Nee, das ist, eigentlich ist mir weniger. Dann, ja? Und wenn, dann vereinzelt vielleicht. Ja, vereinzelt, aber so im Groben ruhig, sind hier ganz viele junge Männer, die alle nüchtern sind. Ja, ne? Doch. Und vor allen Dingen sind Familien dabei, es ist Kinderwagen, alles super gemütlich. Rollstuhlfahrer. Ja, Feststimmung. Oder aufgelöst wird. Alles zu friedlich war, glaube ich. War zu friedlich, ne? Zu wenig Alkohol. Sorry. Thank you.
Check it!
Europa, Europa, Europa. Mir geht's super blendend. Hoffentlich gewinnen wir heute. Ja. Wir stehen im Halbfinale und holen den Pokal im Finale, hoffentlich gegen Spanien. Bist du Türke? Ich bin Türke, ja. Was ist das Schöne an der Türkei? An der Türkei ist alles schön. Die Kultur ist schön, türkische Mentalität ist schön, alles ist positiv schön. Ja. Was können Deutsche vielleicht von Türken lernen? So wie ich bei denen was lerne, können die auch von uns lernen. Also zum Beispiel mehr Respekt und so, mehr Kultur und so. Ja. Vieles einfach. Mir fällt jetzt gerade nicht viel ein, aber die deutsche Mentalität und türkische Mentalität passt. Ich bin hier geboren, alles ist perfekt. Ja. Super. Du bist zweite Generation Gastarbeiter? Ich bin dritte Generation. Mein Opa war schon in Frankfurt. Ja. Also, ich bin hier zufrieden, ich bin glücklich. Ja. Schade, dass Deutschland nicht weitergekommen ist. Ja. Mir wäre es lieber, dass Deutschland Türkei gespielt hätte im Finale. Das wäre schön gewesen. Das wäre schön gewesen. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch. Alles Gute dir. Abseits des Fanmarsches, des aufgelösten Fanmarsches, habe ich gerade gehört, dass du telefoniert hast und von so einer Polizeibegegnung berichtet hast. Genau, richtig. Also es war natürlich ein Fehler vom Freund, dass er einfach ein Bengalo angezündet hat. Ja. Die Polizei hat ihn zu Recht natürlich zur Seite genommen, was auch richtig ist. Haben ihn an der Seitenstraße dann einfach seinen Ausweis gefragt und wahrscheinlich vernommen. Und das war es dann aber. Aber wirklich 10 Minuten lang. Ja. Und nach diesen 10 Minuten haben die ihn einfach gesagt, ja, wir müssen dich jetzt mitnehmen. Wo ich dann natürlich auch dann eingeschritten bin und habe gesagt, was das soll. Ja. Also ganz normal Ausweis abfragen und bitte durch Funk melden. Ja. Wenn es ein Verbrecher ist, sehr gerne mitnehmen, was auch üblich ist. Aber wenn er kein Verbrecher ist, dann kann er doch hier bleiben. Einfach mal anfragen und fertig. Ja. Nö, wir müssen ihn zum Wagen mitnehmen, zum Funkwagen. Und der Wagen ist dann weiter hinten Richtung Zoologischer Garten. Also die haben ihn mitgenommen? Die haben ihn mitgenommen und haben dann halt ein bisschen einfach verbal diskutiert und haben dann gesagt, was das soll. Ihr macht euch einfach nur das Leben schwer. Ihr macht euch das Leben schwer, indem ihr einfach wirklich einfach diese Leute an euch zieht. Und dann natürlich, warum sitzt man dann gegen die Polizei in dem Moment? Und das ist halt die Frage gewesen. Ja. Einfach friedlich lösen, Ausweis geben, Dokument geben. Wenn der Junge frei ist, also sprich rein ist in dem Fall, einfach freilassen. Und dann ist die Sache gegessen. Er hat einen Fehler gemacht, ist alles richtig. Aber auch eine Straße weiter war das so gewesen. Ich weiß aber nicht, aus welchem Grund. Da wurde ein Familienvater von seinen Kindern und seiner Mutter gerissen. Vor seinen Kindern wahrscheinlich auch. Vor seiner eigenen Mutter, vor den Kindern und deren Mutter, also der Frau. Und ich fand es einfach nur hässlich, dass dann die Kinder geweint haben und die Polizisten ihn dann mitgenommen haben. Ja. Also es ist echt grauenvoll. Aber natürlich machen die auch ihre Aufgabe, aber einfach anfragen und von mir aus. Aber es war friedlich und ich muss sagen, ich habe noch nie so einen Fanmarsch gesehen, wo so wenig Alkohol getrunken wurde. Ne? Also, es gab natürlich die eine oder andere. Aber das ist ja kein Vergleich mit irgendwas anderem. Also man muss sagen, ihr wart da größtenteils absolut nüchtern, friedlich und... So muss es eigentlich auch sein. Wir sehen auch so viele Holländer hier mit den E-Scootern, mit den Fahrrädern fahren. Wir haben miteinander abgeschlagen. Die haben sogar nach Türkei gerufen, wir haben Holland gerufen. Also noch besser geht's. Also alles super, in einem super Zustand, muss ich sagen. Ja. Und sehr friedlich. Hat dein Freund ein Fußballticket für heute? Ja, und den habe ich auf meinem Smartphone. Scheiße. Und er selber hat sein Telefon bei mir im Auto gelassen. Wir haben gesagt, okay, wir treffen uns am Auto. Ja. Aber ich kann ihn jetzt nicht erreichen, es ist jetzt 18 Uhr. Einlass beginnt schon auch, ne? Ja, Einlass natürlich, aber ich muss jetzt auf ihn warten. Oh, ich hoffe, wegen einem Bengalo finde ich, aber wie teuer ist denn so ein Ticket, dass man das mal weiß, was... Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch ein offizielles Ticket erhalten, was 300 Euro gekostet hat, der Kategorie 1. Ja. Aber ich kenne so viele Leute, die 500, 700, 800 Euro bezahlt haben für ein eigentlich 100 Euro Ticket. Ja. Wo man eigentlich sagt, man will dieses Schwarzgeschäft eigentlich vermeiden und auch unterdrücken, aber es ist leider nicht.